Hallöchen Puppelchen und herzlich willkommen bei einem neuen YouTube-Video. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mit meinen Händen mache, aber irgendwie ist mir gerade danach. Ich glaube, ich bin einfach nur sehr, sehr nervös. Denn wenn ihr das Video seht, bin ich einfach schon in New York, um Selena Gomez zu treffen. Aber ich dachte, ich setze mich trotzdem jetzt nochmal hier hin und drehe ein YouTube-Video für euch, denn ihr sollt ja auch irgendwas Cooles haben. Danke, danke. Danke. Mir ist aufgefallen, ich habe schon lange kein Full Face mehr auf YouTube gemacht. Also ein komplettes Make-up nur mit einer Brand. Und dafür habe ich in meiner Story gefragt, wenn ihr übrigens das nächste Mal Teil einer Umfrage sein wollt, dann guckt super gerne hier auf Instagram vorbei. Da seht ihr auch so ein paar Eindrücke von Selena Gomez und von New York. Also folgt mir da auf jeden Fall rein. Und ich hatte in meiner Story gefragt, mein nächstes YouTube-Video soll mal wieder ein Full Face werden. Welche Marke wollt ihr sehen? Und ich habe extra dazu geschrieben, dass es bitte nicht Essence oder Catrice ist, denn ich habe in den vergangenen Monaten und Jahren echt so viel Content gemacht über Essence und Catrice auf YouTube, dass ich dachte, es wird mal Zeit, ein bisschen weniger von denen zu machen und so ein bisschen den Fokus auf die anderen Brands zu legen. Deswegen hatte ich gefragt und es gab zwei Marken, die unfassbar oft genannt wurden. Einmal ist es NYX Cosmetics. Finde ich richtig cool, die Marke. Das wisst ihr, glaube ich. Ich benutze sehr gerne Produkte von NYX. Aber es gab noch eine andere Brand, die extrem häufig genannt wurde und zwar Trended Up. Und ich glaube tatsächlich, es gibt auch einen bestimmten Grund, denn vor kurzem sind sehr neue Produkte rausgekommen von Trended Up, die extrem viral auf TikTok gehen. Ich habe einige Produkte davon da, die werden wir nämlich jetzt auch testen. Ich freue mich schon richtig drauf. Manche kenne ich, manche nicht. Deswegen würde ich sagen, ich wünsche euch sehr viel Spaß bei diesem Video mit dem Full Face Make-up Trended Up. Okay, dann wären wir soweit. Wie ihr seht, habe ich meine Augenbrauen mal wieder gemacht. Ich diskutiere nicht mit euch. Meine Augenbrauen und ich, wir sind so. Wir haben eine ganz ähnliche Beziehung und es gibt nur ausgewählte Produkte, die meine Augenbrauen berühren dürfen. Ich tue mich sehr schwer mit neuen Augenbrauenprodukten, deswegen gehen wir direkt zu Primer, würde ich sagen. Und hier habe ich einen Primer, der so spannend aussieht. Und zwar, es ist der Hello Natural Glow Illuminating Primer für einen natürlichen Glow mit Rosenquarz und Vitamin E. Vitamin E verstehe ich noch, aber Rosenquarz? Ist es nicht ein Stein? Ich gebe ihn jetzt direkt auf mein Gesicht. Oh mein Gott, der ist ja so flüssig. Boah, der ist auch richtig feucht. Darunter habe ich übrigens eine Hautpflege. Das heißt, ich habe schon eine Feuchtigkeitscreme drauf, aber ich denke, das wird das Ergebnis jetzt nicht verfälschen. Wow, der lässt sich so smooth einarbeiten. Oh mein Gott. Und der riecht einfach wie Nivea. Finde ich gut. Ist ein Duft, den ich sehr mag. Okay, vielleicht habe ich doch ein bisschen viel Primer benutzt. So, ich blende den hier oben jetzt ein und das erste Gefühl ist einfach bombastisch. Der fühlt sich so geil an. Ich sag's einfach, wie es ist. Ihr wisst, ich hau immer meine ehrliche Meinung raus, egal ob ich ein Produkt mag oder ob ich es nicht mag. Und ich habe das Gefühl, es ist die perfekte Grundbasis für die Foundation, die jetzt kommen wird. Die Foundation, die ich mitgenommen habe, ist eine Serum Foundation. Ich bin extrem auf dem Serum Trip Foundation Trip. Das war absolut kein Deutsch, aber seit Julia, also X Later, mir diese L'Oreal Serum Foundation empfohlen hat, bin ich so auf Serum Foundations. Ich mag die einfach so gerne und die hier sieht extrem spannend aus. Und zwar ist es die Hydro Stay Silk Serum Foundation mit Hyaluron und Vitamin E Komplex und SPF 15. Wichtig und richtig, hält bis zu 12 Stunden. Da frage ich mich, um ehrlich zu sein, wer trägt Foundation 12 Stunden. Ich hoffe, keiner von euch, weil das ist nicht besonders gut für die Haut. Und ich habe die Farbe 005. Das war die hellste Farbe. Denn wie ihr wisst, bin ich ein helles Mäuschen. Ich schüttel die Foundation erstmal und ich hoffe natürlich, dass die Foundation sich gut mit dem Primer vertragen wird, weil das ist manchmal so ein Problem, dass, ich habe es euch schon öfters erzählt, dass Foundations und Primer nicht immer so krass miteinander harmonieren. Das muss dann immer so aufeinander abgestimmt sein. Aber ich bin guter Dinge. Die Foundation kommt hier in einem Pump-Technologie. Wie heißt es nochmal? Ein Pipette. Ich meine Pipette. Oh mein Gott. Es kommt in einer Pipette. Und ich gebe das mir jetzt hier erstmal direkt aufs Gesicht. Die Farbe sieht im ersten Moment, ehrlich gesagt, ziemlich dunkel aus. Dafür, dass es die 05 ist. Also 005. Federleichtes Make-up mit Hyaluron, Vitamin E-Komplex für einen natürlichen und frischen Ton. Langanhaltende Textur mit aufbauender Deckkraft. Aufbauender Deckkraft. Sehr interessant. Ich merke auf jeden Fall, wie mir die Foundation schon richtig runterfließt. Deswegen werde ich jetzt mal schnell die Foundation einarbeiten. Boah, ich schwöre es. What the fuck, diese Foundation riecht einfach nach Käse. Sinan, komm mal bitte.
What the? Die riecht einfach nach Käse. Aber Schimmelkäse. Aber vielleicht ist Schimmelkäse gut für die Haut. Aber an dir riecht sie wieder anders. Echt nur? Ofenkäse. Weil ich so heiß bin. Oh. Ihr wisst, was hier abgeht. Nachdem das YouTube-Video gedreht ist, geht es heiß her. Das Wichtige ist ja, ob sie sich schön verblenden lässt und ob es schön auf der Haut aussieht. Und das ist wirklich definitiv der Fall. Es sieht super gesund aus, super, super frisch. Sie legt sich absolut nicht in die Falten, sieht super frisch aus. Und ich glaube, im Sommer werde ich diese Foundation so rocken. Also eh auch jetzt natürlich, aber ich finde, im Sommer ist dieses Finish von einer Serum Foundation nochmal so ein bisschen schöner. Also es wirkt einfach so ein bisschen schöner, um meine untere Augenpartie so ein bisschen aufzuhellen und zu korrigieren. Genauso wie meine paar Unreinheiten hier und hier, brauchen wir natürlich einen Concealer. Und da habe ich diesen hier gefunden. Das ist der Trended Up 18 Stunden High Coverage Concealer, Feuchtigkeit spenden und wasserfest. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Das Packaging, muss ich übrigens hier noch kurz zur Foundation sagen, finde ich richtig genial. Das ist einfach eine Glasflasche. Liebe ich. Hier ist das Packaging eher so plastisch. Und den gebe ich hier ein bisschen auf den Nasenrücken. Da wollte ich eigentlich den Concealer nicht haben, aber ist auch okay. Hier auf die Unreinheiten, ein bisschen hier unten ans Kinn. Ich befolge da übrigens nie Regeln. Ich mache Make-up immer so, wie ich das irgendwie fühle. Ich finde auch, Make-up allgemein hat keine Regeln. Deswegen sieht es bei mir manchmal so ein bisschen chaotisch aus. Natürlich verblende ich den Concealer jetzt wieder mit dem Sponge. Und hier schaue ich mal ganz genau auf die untere Augenpartie. Er lässt sich auf jeden Fall etwas schwerer ausblenden als die Foundation. Aber hält auf jeden Fall unten super auf. Und natürlich deckt er auch ab. Also die hohe Deckkraft stimmt schon. Allerdings ist es jetzt auch nicht so wie der Tarte Shape Tape, der irgendwie dein ganzes Leben abdeckt. Und vermutlich kann man auch den einfach aufbauen. Was ich super schön finde, ist, dass er sich kaum in die Falten reinlegt. Also so minimal, was man aber, wenn man jetzt nicht so in die Kamera schaut, auch nicht sieht. Ich meine, ich gehe zu niemandem hin und gucke so, kann ich mal gucken, ob dein Concealer sich in den Augenfalten abgesetzt hat? Normalerweise macht man das ja nicht und dann fällt es auch nicht auf, wenn der Concealer sich so ein bisschen in die Falten reinsetzt. Aber vom Finish her ist er in Ordnung, die Deckkraft ist in Ordnung, aber es ist definitiv ein okayer Concealer. Ich bin mir sicher, dass ihr alle wisst, was jetzt kommen wird. Denn diese Produkte sind so viral gegangen. Und zwar hat Trended Up neue Kontoprodukte rausgebracht. Und wir alle kennen diese Verpackung. Wir alle wissen, wer hier imitiert wird. Es ist natürlich Charlotte Tilbury. Aber ganz viele Brands machen momentan dieses Packaging. Es ist nichts mehr Neues. Also wirklich, ich glaube, von jeder Marke gibt es mittlerweile diese Charlotte Tilbury's inspirierten Produkte. Wir haben hier einmal eine matte Contour-Cream und hier ein Glow-Highlighter-Cream. Natürlich kommt der Highlighter später. Wir widmen uns jetzt erstmal dem Contour-Produkt. Und dieses Produkt hat Social Media so auseinandergenommen, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum momentan so viele ein Full-Face-Trended-Up haben wollen. Weil ich glaube, sonst war Trended-Up nie so richtig im Gespräch. Aber hier haben sie wirklich was sehr Cooles rausgebracht. Und da muss ich auch gestehen, benutze ich jetzt nicht zum ersten Mal, ne? Ich habe den gesehen, als wir zu der Launchparty von Julia gefahren sind. Wir haben kurz am DM gehalten, weil ich pipi musste. Und dann habe ich den zufällig gesehen, habe ihn mitgenommen, ausgetestet und lieben gelernt. Das ist die Geschichte. Diese Contour-Cream kommt in so einem Schwämmchen, was man wieder rausdrücken kann. Ich sehe momentan auch sehr viele, die das haten und nicht so cool finden. Ich muss sagen, ich mag das eigentlich voll gerne, dass es so ein Schwämmchen hat. Wenn man drauf drückt, kommt dann so ein bisschen Produkt raus. Und das gebe ich mir hier einfach ganz bisschen unter die Stelle, wo ich normalerweise Bronzer auftragen würde. Denn, wie gesagt, es ist ein Konturprodukt. Also, es ist sehr aschig, wie ihr seht. Und damit konturiert man und bronzt nicht. Das ist ein ganz, ganz arger Unterschied. Und dieses Produkt soll eher Schatten erzeugen. Für mein Doppelkinn. Deswegen sollte man das nicht als Bronzer auftragen. So, und ich fange jetzt hier unten an meinen Doppelkinn an und verblende das Ganze so ein bisschen nach unten. Und am besten so, dass es einen Schatten wirft. Wenn man das gut macht, sieht es nämlich dann wirklich so aus, als würde das Ganze so ein bisschen schattig aussehen. Und dann verschwinden so ein bisschen die Bäckchen, ne? Die Hamsterbäckchen. Ich lerne das momentan noch so richtig. Das heißt, bei mir sieht es manchmal auch sehr fleckig aus. Ich gehe dann ganz gerne nochmal mit dem Sponge drüber, weil der Sponge nimmt dann nochmal so ein bisschen Produkt weg und verblende das Ganze noch mal so ein bisschen. Das Ganze mache ich selbstverständlich noch auf der anderen Seite und wie ihr seht, hätte ich wirklich weniger Produkt nehmen können.
An der Nase gehe ich gerne mit so einem etwas kleineren Pinsel dran. Aber behaltet immer im Hinterkopf, ich bin kein Make-up-Profi. Auch hier oben an der Stirn probiere ich so ein bisschen Schatten zu erzeugen, indem ich das so in meine Haare reinblende quasi, damit meine Stirn so ein bisschen kleiner und süßer wirkt. Funktioniert meistens nicht, aber ich mache es trotzdem der Vollständigkeit halber. Das sieht wirklich cute aus. Ich mag diese Contour-Cream so, so gerne. Ich finde, das macht wirklich richtig viel. Das Produkt, was ich jetzt habe, werde ich skippen. Und zwar ist es ein Multi-Stick Cheek, Lip and Eye. Und das ist einfach ein Blush-Stick, was aber so ein 3-in-1-Ding ist. Man kann es auch für die Augen benutzen oder für die Lippen. Und die Farbe gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gerne, weil... So, ich swatche es euch mal hier. Die ist super, super glitzerig. Also die ist so richtig... Die schimmert irgendwie so. Vielleicht sieht ihr diesen Schimmer und diese kleinen Glitzerpartikel. Ich mag das normalerweise nicht so krass gerne. Wisst ihr was? Ich benutze jetzt trotzdem. Dafür nehme ich mir hier so einen deutlich zu großen Pinsel dafür. Aber ich habe jetzt hier leider nichts anderes. Und gehe so in den Blush rein. Ich werde jetzt nicht mehr so eine Linie zeichnen, weil am Ende kriege ich das nicht mehr verblendet oder so. Und trage mir das auch dann so hier mit dem Pinsel auf. Oh nein. Ich sehe schon, dass ich das nicht mag. Es gefällt mir nicht so gut. Ich weiß nicht. Es ist nicht so... Ich gehe jetzt doch mal so rein. Es ist nicht so mein Produkt. Vielleicht, wenn ich abpuder, sieht das Ganze so ein bisschen besser aus. Aber ich finde, es sieht eher so speckig aus. Also das ist so... Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube wirklich, wenn man abgepudert hat, dann wirkt es nicht mehr so arg. Würde ich sagen, ist jetzt hier nicht mein Lieblingsprodukt. Ich kann mir vorstellen, dass es auf den Augen sehr süß aussehen wird. Mache ich jetzt nicht, weil ich ja eine Lidschattenpalette habe. Aber wir können es nur auf die Lippen geben. Das wiederum finde ich sehr süß. Also auf den Lippen gefällt es mir sehr gut. Obwohl wir jetzt wirklich schon sehr viel glänzen, gibt es noch ein Produkt, was ich unbedingt austesten will. Und zwar ist es natürlich dieser flüssige Highlighter. Das ist der Glow Highlighter Cream für ausdrucksstarke Highlights. Und den habe ich tatsächlich noch nicht benutzt. Also der Schwammapplikator ist noch komplett neu. Das heißt, ich drehe den jetzt auf und drücke hier ein bisschen. Kommt da was? Oh, ja, jetzt kommt's. Okay, ich swatche den jetzt erstmal auf meinem Handrücken. Oh wow, der ist super flüssig. Ich glaube, meiner ist nicht mehr ganz so gut, oder? Weil der ist so extrem wässrig irgendwie. Bin jetzt ein bisschen überfordert, wie ich den am besten auftrage. Ich glaube, ich gebe ihn mir einfach jetzt direkt aufs Gesicht. Vielleicht kann man, also ich kann mir vorstellen, dass man gar nicht so viel sehen wird, weil mein Gesicht schon so heftig glänzt. Aber ich gebe ihn jetzt trotzdem mal auf. Okay. Das war ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Okay, wow. Ich bin heute eine Speckschwarte. Der Highlighter ist super pretty. Also ich glaube, ich würde ihn absolut lieben, wenn nicht der Blush darunter wäre. Denn man sieht so einen richtig schönen highlighteten Effekt natürlich. Ich gehe mir jetzt noch so ein bisschen auf die Nase, damit ich auch so shine wie Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh. Das Ganze verblende ich auch hier wieder mit dem Sponge. Das macht so einen schönen Effekt, oder? Schaut mal. Also ich sehe mich wirklich hier bei diesem Highlighter, den oft zu benutzen. Ich sehe mich da. Obwohl er so flüssig ist und ich ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch war. Ich meine, ihr hört es ja. Ich finde den Highlighter einfach super, super schön. Ist tatsächlich einer der wenigen Liquid Highlighter, die ich mag. Wenn ich jetzt nicht abpudere, dann werde ich am Ende noch auf irgendeinem Tisch landen mit einem Apfel im Mund, weil jeder denkt, ich bin ein Schwein und bin ein Speckschwarte. Aber ihr versteht, was ich meine. Wir müssen dringend abpudern. Und da habe ich dieses Puder hier auch ganz neu gekauft. Das ist das All-in-One Compact Setting Powder. Fixierendes, mattierendes, optisch verfeinerendes Porenpuder. Naja, auf jeden Fall sieht es sehr spannend aus. Es ist einfach ein weißes Puder. Es ist eher so translucent. Ich hoffe, es hat nicht so einen extrem weißen Schleier. Das werden wir jetzt rausfinden. Schon weiß, aber ich glaube, das verfliegt recht gut. So, ich sette einfach so mein Gesicht. Ich bake nicht, sondern sette wirklich nur. Kann es sein, dass es Schimmer hat? Nee, ne? Nee, es ist ein mattes Puder. Ich gehe jetzt auch noch über meine Augenlider so ein bisschen und auf meine Stirn. Und da macht es wirklich einen guten Job. Das Puder ist super fein und fühlt sich auch auf dem Gesicht richtig leicht an. Also es ist nicht so, dass man extrem merkt, dass man Puder trägt und so ein schweres Gefühl hat. Es geht wirklich so locker flockig von der Hand und es settet auch alles. Es gefällt mir recht gut. Also kann ich mir vorstellen,
öfters zu benutzen, auch irgendwie in meine Tasche zu legen oder zum Verreisen oder so ist dabei zu haben. Gefällt mir gut. So, ich mache jetzt mal meine Lippen hier sauber, weil später kommen ja noch Lippenprodukte. Heute gehen wir echt relativ zügig voran. Wir sind nämlich jetzt schon bei den Lidschattenprodukten. Und da habe ich hier diese Palette, die mir übrigens sehr bekannt vorkommt. In Österreich gibt es ja die Drogeriefiliale Bipa und die haben auch genau solche Lidschattenpaletten. Also 1:1 sogar mit dem fast gleichen Packaging. Und es ist einfach die Palette hier von Janet Up, die ich mir mitgenommen habe. Das ist die Nude Mute Eyeshadow Collection. Sehr neutrale Shades. Also ihr seht ja, das ist jetzt nicht groß spannend. Das sind eher Alltagsfarben auf jeden Fall. So Bürofarben, Schulfarben, jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich habe die Palette tatsächlich nicht von innen gesehen, aber ich habe ja hier so eine Referenz, was so ungefähr drin ist oder welche Farben drin sind. Deswegen habe ich mir hier noch einen losen Lidschatten mitgenommen und zwar der Clam Addiction Metallic Eyeshadow. Hier steht bis zu 16 Stunden Halt. Da stellt sich wieder die Frage, wer trägt Lidschatten bitte so lange? Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Ich habe das im Laden tatsächlich auch geswatcht und es hat wirklich so einen richtig schönen Eindruck gemacht. Also super pretty. Freue ich mich jetzt richtig zu benutzen. Für die Grundfarbe gehe ich jetzt erstmal in dieses Orange hier und trage die mir jetzt hier einfach auf. Tupfe sie so ein bisschen aus und blende sie auch schon auf. Ich habe keinen Eyeshadow Primer oder so drunter. Wow! Hello Pigment! Das ist eine wunderschöne Farbe. Ich verblende die Farbe jetzt so ein bisschen nach außen, damit es einfach so ein bisschen verblendeter aussieht. Ich möchte mich gleich noch mit einer dunkleren Farbe das Ganze so ein bisschen dramatisieren. Für die dunkle Farbe werde ich auch einen anderen Pinsel benutzen. Ich muss nur mal gucken, wo ich meine ganzen Pinsel habe. Ich habe nämlich viele Pinsel, doch keiner davon ist sauber. Pinsel gefunden, ich gehe in die nächste Farbe und zwar in dieses Braunrot, in dieses etwas wärmere Braun, würde ich sagen. Ich bleibe auch so in diesem äußeren Dreieck, damit die Form nicht verloren geht. Wow! Hä, wie gut ist es bitte pigmentiert und warum sind die Farben so schön? Voll crazy, weil ich hatte Trended Up nie so richtig auf dem Schirm und dann sehe ich dieses Ergebnis und ich denke mir so, wo warst du mein ganzes Leben? Wow, die Farbe ist richtig schön und wie wunderschön die einfach harmonieren. Ich werde jetzt so mir so eine kleine Cut Crease ziehen, also nichts Dramatisches. Obwohl, sollen wir heute mal ein bisschen auf dramatisch gehen? Okay, dafür nehme ich hier meinen Concealer wieder. Dann nehme ich mir hier so einen abgeschrägten Pinsel, der eigentlich für Eyeliner ist. Ist tatsächlich jetzt nicht der idealste Pinsel, to be honest. So würde es auch schon voll schön aussehen, oder? Aber wir haben ja eine besondere Farbe und die werde ich jetzt auch mit dem Finger auftragen. Die sieht nämlich so pretty aus. Die hat mich richtig angesprochen im Laden. Und die tupfe ich jetzt auf den nassen Concealer. Oh, wow! Das mag ich! I love it! Oh mein Gott, das gibt mir so richtig so... Ich weiß nicht, das gibt mir was. Das gibt mir irgendwie so 2016 Make-up-Vibes. Trended Up, ich habe euch Unrecht getan, dass ich nie an eurer Theke vorbeigeschaut habe. Es tut mir leid. Ich werde gleich das zweite Auge schminken. Ich mache aber jetzt weiter erstmal mit einem Kajal und zwar dem Clean and Precise Kanal. What the fuck? Kanal? Kajal. Und zwar kommt es hier in so einem atemberaubenden schönen Blau. Die Pigmentierung ist so, ja, in Ordnung. Er ist recht hart, der Kajal. Und es kommt hier in so einem Bleistift. Ich mag so diese softeren so ein bisschen mehr, um ehrlich zu sein. Oh, der Kajal ist extrem hart. Pigmentiert ist die Farbe schon, aber jetzt auch nicht so heftig. Man braucht auf jeden Fall mehrere Schichten, ne, um ein richtiges Blau hinzukriegen. Bei Cream-Kajals funktioniert das Ganze immer so ein bisschen besser und dann macht man, ne, einmal hin und her und dann sieht man schon extrem gut aus oder der Kajal sitzt halt perfekt. Trotzdem ist ein wunderschöner Kajal, würde ich sagen. Die Farbe gefällt mir auch gut. Kann ich jetzt nicht meckern. Ich hätte mir die Formulierung einfach so ein bisschen anders gewünscht, ne? Man kann ja auch mal seine Wünsche äußern. Ob sie angenommen werden und verwirklicht, ist die andere Frage. Aber äußern darf man sie. Als nächstes habe ich einen Eyeliner und ich habe schon echt lange keinen Eyeliner mehr in meinen YouTube-Videos gezogen. Und zwar ist es der 72 Stunden Brow Tattoo Liquid Liner. Brow. Die Spitze von dem Eyeliner gefällt mir extrem gut. Die ist super fein, super, super dünn. Ich habe mir jetzt so ein Cat Eye gemacht. Also ich habe... Oh no. Oh nein, der hat sich ja komplett abgestempelt. Mist. Jetzt müssen wir auf Rettungsmission gehen. Wie rette ich das jetzt?
Ich mache jetzt weiter mit einer Mascara und das ist die Nummer 1 Mascara Waterproof. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wasserfeste Mascaren immer so ein bisschen besser auf meinem Auge halten. Warum klebt der Eyeliner so stark? Ich trage jetzt die Mascara einfach auf, wie ich es normalerweise auch machen würde. Die krümelt extrem. Für meine unteren Wimper schaut die Mascara echt gut aus, aber leider für meine oberen eher nicht so. Vielleicht, wenn ich ein Lashlifting hätte, habe ich schon lange nicht mehr gehabt jetzt. Also schon wieder ein paar Monate her, als ich das letzte hatte. Deswegen sind meine Wimpern auch wieder nach unten gerichtet und nicht nach oben. Ja, überzeugt mich jetzt nicht. Also für unten ist sie okay, aber ich kaufe ja keine Mascara, die unten funktioniert und oben nicht. Versteht ihr, wie ich meine? Und was ich halt super schade finde, ich glaube, ihr könnt es hier und hier und hier vielleicht sehen, sie krümelt. Und ich habe keine Ahnung, warum diese Mascara so stark krümelt. Das Gute ist aber, dass ich mir auch Lashes mitgenommen habe. Und zwar die Everyday wiederverwendbare unsichtbares Wimpernband Lashes. Irgendwie lese ich immer alles drauf, was auf der Verpackung steht. Die kommen hier in so einer süßen Verpackung. Und die werde ich mir jetzt einfach mal aufkleben und währenddessen, beziehungsweise dann auch noch das andere Auge schminken. Ich werde euch jetzt einfach nicht zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich sehe aber gerade, hier ist auch ein kleiner Kleber dabei, was immer sehr praktisch ist. Ich werde mir also jetzt die Wimpern aufkleben, mein anderes Auge fertig schminken und euch dann ein Fazit zu den Wimpern geben. Also bis gleich. Ich muss euch was sagen. Und es ist mir so peinlich fast schon. Ich frage mich die ganze Zeit, achtet mal hier auf mein Auge, warum der Eyeliner, seht ihr das, so stark klebt. Und dann wollte ich herausfinden, was da für Inhaltsstoffe drin sind. Lest diesen Eyeliner und hier steht drauf, die Augenbrauen vor Gebrauch reinigen und trocknen. Das ist ein Brow Tattoo Liquid Liner und kein Eyeliner. Es ist für die Augenbrauen. Und ich habe das als Eyeliner benutzt und wundere mich, warum das Zeug hier die ganze Zeit klebt. Ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, um alles zu fixen. Einfach wegen meiner eigenen Blödheit. Wimpern finde ich auch sehr süß, extrem alltagstauglich. Es war so ein bisschen schwer, die hier vorne anzukleben. Die sitzen immer noch nicht tatsächlich perfekt. Ich bin so ein bisschen mit Wimperntusche noch drüber gegangen und jetzt sieht das Ganze wirklich sehr schön aus. Also sehr alltagstauglich. Ich liebe den Look. Ich habe auch schon wieder ein bisschen Kajal nachgezogen, also den blauen Kajal. Davon sieht man leider jetzt nicht mehr ganz so viel. Der Kajal verschwindet leider recht schnell. Dafür sind die anderen Produkte umso besser. Also ich bin sehr happy mit den Augen und ich würde jetzt sagen, machen wir weiter. Ich habe tatsächlich noch ein Puder, Highlighter und Blush. Die werde ich euch jetzt mal zeigen. Ich denke aber, ich werde tatsächlich nur, glaube ich, den Highlighter benutzen, weil ich dann doch schon recht viel Blush aufgetragen habe. Das hier ist der Silky Baked Highlighter. Sieht extrem aus wie die Catrice Highlighter tatsächlich. Ich habe hier die Farbe 010 und ich swatch den jetzt erstmal. Der ist super pudrig und sehr weich. Sieht sehr zart auch auf der Haut aus. Ich werde jetzt einfach mal hier mit meinem Finger ein bisschen hier auftragen. Oh, okay. Auf dem Gesicht ist er alles andere als zart, aber ich bin natürlich jetzt auch mit dem Finger reingegangen. Der sieht super schön aus. Also gefällt mir. Ich gebe auch so ein bisschen hier über die Lippe. Und wie ihr seht, ist der Highlighter wunderschön. Also er ist super pigmentiert. Die Farbe ist mega geeignet für helle Hauttöne. Und er ist gar nicht zu viel. Ich finde, es matcht richtig gut auch zu dem Augen-Make-up. Wir kommen zu den Lippen und da habe ich auch wieder richtig gehypte Produkte. Ich weiß nicht, ob sich die Make-up-Marken da untereinander abgesprochen haben. Aber momentan sind diese Klick Produkte ja mega im Hype. Ich glaube, Tarte hat damit angefangen, mit diesen Maracuja-Klick-Dingern. Ich habe mich sehr gefreut, als ich die in der Drogerie gefunden habe von Trend Up, weil ich die super, super gerne mag. Ich habe hier drei Farben. Das sind tatsächlich, glaube ich, auch die einzigen drei Farben, die es gibt. Das ist einmal die 010, 020 und 030. Bevor ich mich aber jetzt für eine Farbe entscheiden werde, werde ich einen Lip Liner auftragen. Habe ich hier auch von Trend Up gefunden. Und zwar der Glilt and Stay Lip Liner. Kommt hier in so einem ganz klassischen Packaging. Die Farbe ist 070 und es steht auch drauf, dass er vegan ist, was wir natürlich besonders lieben. Ich fange hier oben beim Lippenherz an, überleine da so ein ganz kleines bisschen, nicht zu viel. Das ganze Spiel mache ich dann auch noch unten. Und wenn es dann so halbwegs gut überlined ist, trage ich jetzt diese Shine and Click Farben auf. Ich schau mal, was am besten zum Look passt. Ich würde sagen, wahrscheinlich dieser Ton hier. Das ist die 010. Ich glaube, die habe ich auch schon benutzt. Sieht man auch. Und da muss man einfach hier drauf drücken. Dann kommt das Produkt unten raus. Drückt aber nicht zu viel raus, weil man kann die nicht mehr reinkriegen.
Und dann tupfe ich mir das Produkt auf die Lippen. Und wenn der Lip Liner so ein bisschen dunkler ist, dann kriegt man so einen richtig schönen Ombre-Effekt. Das liebe ich. Und so sieht dann das fertige Ergebnis aus. Also wirklich richtig pretty, wie ich finde. Ich würde sagen, es passt jetzt nicht zu 100% zu dem Look. Die Augen sind wunderschön für sich selber und die Lippen genauso. Ich finde es aber trotzdem so, so cool einfach. Also wirklich ganz fantastische Produkte, mag ich absolut. Und ich würde mir auch wünschen, dass es hier vielleicht bald mehr Farben gibt. Vielleicht auch so ein paar intensivere Farben. Das würde mich auch sehr freuen. Also so ein richtig knalliges Rot finde ich sehr spannend. Oder vielleicht so ein richtiges geiles Pink oder so. Hätte ich sehr, sehr Bock drauf, weil das sind dann doch recht natürlich Shades, kann jeder tragen, wird wahrscheinlich auf jeder Hautfarbe wunderschön aussehen. Also die kann ich euch richtig empfehlen. Vor allem, die sind halt auch super günstig, muss man dazu sagen. Das letzte Produkt ist selbstverständlich Setting Spray und ich habe hier das Perfect Last Multitasking Fixing Spray. Dazu muss ich sagen, das hatte ich schon zu Hause. Ich habe in der Theke geschaut, ob es ein neues Setting Spray gibt. Da gab es gar kein Setting Spray. Also ich weiß nicht, ob Trend It Up jetzt gar kein Setting Spray mehr hat. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt das trotzdem benutzen. Ich kenne das tatsächlich auch schon und es ist leider ein Setting Spray, was ich nicht ganz so gerne mag. Ich gebe es mir jetzt aber trotzdem auf. Es hat so einen ganz leichten Duft, aber überhaupt nicht irgendwie störend oder so. Also ich mag den Duft tatsächlich. Das, was mich tatsächlich an dem Setting Spray stört, ist, dass es halt so richtig rausgeschossen kommt. Also es ist so richtig so, ne? Man kriegt so richtig was ins Gesicht. Ich mag das halt so ein bisschen, wenn das so ein bisschen zarter ist, ne? Als wäre das so ein Feenpups irgendwie auf meinem Gesicht. Muss man mögen, finde ich. Also ich benutze es trotzdem. Es ist auch schon so bis hierhin leer. Es ist aber jetzt nicht mein Lieblings-Setting-Spray. Aber ist in Ordnung, ne? Also ist okay, würde ich sagen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie euch der Look gefällt. Ich muss sagen, ich finde ihn super, super schön. Ich mag irgendwie alles daran. Ich finde ihn wirklich mega toll und würde ihn genauso auch draußen tragen. An dieser Stelle würde ich sagen, falls du meinen Kanal hier noch nicht abonniert hast, kannst du das sehr gerne jetzt abholen. Das ist kostenlos. Ihr könnt nämlich auch die Glocke aktivieren. Dann würdet ihr nie wieder ein Video von mir verpassen, was sehr cool ist, weil ich mache sehr coole YouTube-Videos. Boah, hier stinkt's. Eigenlob, Eigenlob. An dieser Stelle fühlt euch alle gedrückt und geküsst. Seid bitte lieb zu euren Mitmenschen, das ist unfassbar wichtig. Und bis dann. Tschüss.